Hallo, wir sind Tanja und Dennis Katzer und seit 1991 auf der großen Reise unterwegs. Ja, wir haben 465.000 Kilometer bisher zurückgelegt, ohne Flüge. 12-mal um die Erde und einmal zum Mond und darüber hinaus. Jetzt aktuell begeben wir uns auf eine neue Reise, auf einen neuen Abschnitt der großen Reise und freuen uns sehr, dass wir Impressionen hier auf German Television zeigen dürfen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Sven und bitten euch gleichzeitig, ihm ein Abo oder ein Thumbs Up dazulassen und fangen an mit kleinen Impressionen. Ich würde sagen, einfach mal ab dem Zeitpunkt, wo wir hier zu dieser neuen großen Reise wieder gestartet sind. Ja, springt rüber zu uns, gibt uns ein Abo und ein Like und und viel Spaß. Das sind ganz schön enge Straßen, also super eng, da passen keine zwei Autos aneinander vorbei. Und auch teilweise sehr niedrig, das heißt mit den Ästen links und rechts und den Bäumen. Aber irgendwie haben wir es gemeistert, sind wir jetzt bisher gerade gut durchgekommen. Spannend auf jeden Fall. Geiles Autofahren. Dennis, wo sind wir gerade? Wir sind jetzt hier am Douro-Fluss. Das ist der große Fluss, der in Spanien entsteht, durch Portugal fließt und durch die Stadt Porto auch dann im Atlantik endet, ja, oder in den Atlantik mündet. Und man hat uns hier von dieser, in Porto erzählt, von dieser Road National 222, das soll eine der schönsten Straßen der Welt sein. Das haben wir dann gemacht. Und jetzt haben wir gedacht, okay, wir fahren hierher auf ganz kleinen Wegen, auf Straßen, die ich auf der Karte gesehen habe. Und da muss ich auch gleich eine Warnung aussprechen, das ist also nichts für schwache Nerven. Also das ist nicht unbedingt nachahmungswert. Es kann man nachmachen, ist gar kein Thema, es ist cool, ist auch kein Problem. Aber mit dem 7-Tonner wird es manchmal sehr, sehr eng und vielleicht so das eine oder andere Mal gar nicht ungefährlich, weil man kann da viel an seinem Auto kaputt machen. Frühmorgens am Ufer des Flusses Douro wollten wir jetzt eigentlich die wunderbare Straße befahren, eine der schönsten der Welt, sagt man. Und wir sehen gar nichts außer Nebel. Schade. Mal schauen, ob das Wetter besser wird. Aber der Wetterbericht ist jetzt nicht gerade rosig. Trotz des Nebels eine wunderbare Stimmung hier. Das sind ganz schön enge Straßen, also super eng, da passen keine zwei Autos aneinander vorbei. Und auch teilweise sehr niedrig, das heißt mit den Ästen links und rechts und den Bäumen. Aber irgendwie haben wir es gemeistert, sind wir jetzt bisher gerade gut durchgekommen. Spannend auf jeden Fall. Geiles Autofahren. Steigst du mal aus, ja. Jetzt musst du mal schauen. Ob ich da jetzt durchkomme, ist die Frage. Scheiße. Also du kommst da halt rum, eventuell.
Dennis hat ja seit geraumer Zeit immer ein Geräusch gehört in unserem Fahrzeug. Und heute nutzt er mal die Gelegenheit zu schauen, was das wohl verursacht hat, dieses Geräusch. Dennis, liegst du da mit deiner Taschenlampe und bist nach der Fehlersuche? Auf der Fehlersuche? Ja, das ist ja interessant. Ich habe es sogar gefunden. Also da ist bei gewissen Frequenzen ist ein lautes Geräusch, Vibrationsgeräusch, und das war noch nicht da vorher, und das haben wir jetzt seit ein paar Tagen oder schon länger. Jetzt habe ich mal nachgeschaut und jetzt ist tatsächlich so der, ich weiß nicht genau, wie man das jetzt nennt, ja, aber am Auspuff gibt es ja diese Abgasreinigung, und da ist eine Halterung gebrochen, und jetzt müssen wir in eine Iveco-Werkstatt, das kann ich jetzt selber machen. Also da brauche ich den Haltewinkel. Interessant, jetzt ja, ist nichts Schlimmes, ja. Das wird uns jetzt nicht um die Ohren fliegen, aber demnächst auf jeden Fall Iveco-Werkstatt angesagt. Also da ist der Riss hier. Ja, schön, dass du noch dran geblieben bist, und es gibt noch einiges zu sehen. Ja, gerade seht ihr einen weiteren unserer Stellplätze, die wir aktuell haben, und werden das auch weiterhin in unseren Videos zeigen. Also bleib dran und hüpf rüber auf unseren Kanal und abonniere ihn. Würden uns sehr freuen. Das ist der Dennis Katzer, ne? Ja, das bin der Dennis Katzer. Gib dir Like und vergesst auch nicht German TV, ein Abo dort zu lassen und Likes zu geben. Vielen Dank an German TV, dass wir das hier zeigen dürfen. Thank you.
Thank you.